geboren als ein kleiner Frosch. Ganz allein, doch schon beim ersten Scheichenblick war ich sofort da. Ich bin ein Kind von Fieberbrunn. Da bin ich her, da kehr ich hin. Sind die Leute, die ich da kenne, die mir sagen, ich bin daheim. Es ist da, wo auf Fösen Herrgott hast und Oberlacht ins Dorf. Wo soll ich beginnen, wo soll ich aufhören, über dich zu erzählen, du Loder, du Hausberg der Fieberbrunner? Irgendwo in den Urzeiten, als sich irgendwann dein einzigartiges Äußeres und Inneres gebildet hat. Wo jeder Mensch mich grüßt und wo jeder mein Spruch versteht. Wo ich lache, wenn mir friert, da bin ich da. Oder bei der Sage, die von Frevel, Sünde und einer besonders fruchtbaren Alm berichtet. Bei deiner Blumenpracht, die von schier unendlicher Vielfalt ist. Keine Lode sehen, wie es weder eine vorstehen seine Wein. Die Hitze in meiner Brust, wann immer ich am Gipfel umsteh. Wenn der Nebel über die Felsen aufzieht, dann fühle ich mich so gut und so daheim. Da kehr ich her, da weh. Oder gar bei der Entdeckung deiner Reize und Schönheit durch Alpinisten und Touristen? Ich beginne im Jahre 1655. Die Fieberbrunner sind im stolzen Besitz einer der wohl ältesten Ansichtskarten der Welt, einer Bilddarstellung, die ein Seelsorger namens Thomas Stifler malte und dann seinen Bruder nach Südtirol zum Geburtstag schickte. Alles, was ihm damals als wichtig erschien, ist darauf abgebildet, nummeriert und dokumentiert. Bereits an dritter Stelle, nach Gotteshaus und Priesterhaus, steht er, dein See. Malerisch, geschichtsträchtig, bewundert und besungen liegt er gleich einem Juwel in deinem Schoße. Ein Kleinod, das seit jeher uns Menschen angezogen hat, immer wieder ein Erlebnis, unwichtig, von welcher Seite man ihn zum ersten Mal erblickt. Kriegst du mich, so spring ich dich. Gleich einem guten Ratschlag ist diese alte Saga überliefert. Man muss schon etwas abgehärtet sein, um es diesen drei Männern nachzumachen, die in den 60er Jahren diesen Kopfsprung wagten. Aber springen wir ihnen nach und wandern durch eine ungewöhnliche Seenlandschaft. Thank you.
Dein geheimnisvoller Abfluss hat schon immer die Fantasie der Menschen beflügelt. Und erst vor kurzem wurde durch einen Markierungsversuch bewiesen, was man schon vor über 100 Jahren zu wissen glaubte. Nämlich, dass ein Teil dieses Wassers nach mehr als dreitägiger Wanderschaft bei den schreienden Brunnen herauskommt. Jedoch gehen wir zurück ins 17. Jahrhundert. Der Fieberbrunnen, der wohl dem ganzen Ort seinen Namen gab, entspringt unterhalb der Kirche. Als die bekannteste, aber auch als eine von vielen Quellen, die dir entspringen. Weit über dem Fieberbrunnen sieht man im späten Frühjahr, kurz bevor die Tiere auf die Alme getrieben werden, den Herrgott. Die Schneereste auf der Nordflanke formen jedes Jahr die gleiche Figur. Als letztes Zeichen für einen schwindenden Winter. Eine Gegend am Fuße des Rabenkopfes beherbergt noch eine interessante Quelle, den Mosesbrunnen. Mitten in einer Gegend, die seit eh und je so gut wie unberührt blieb, entspringt dieses eiskalte Wasser aus einem Stein und zieht seinen Weg durch einen deiner kaum begehbaren steilen Gräben. Uralte Urkunden von Schaftriebsrechten erzählen von der langen Nutzung deiner Gräser. Almen entstanden, wobei die Wildalmen wohl zu den ältesten ihrer Art in diesem Teil der Alpen zählen. Die Besucher dieser Bäder gelten wohl als die ersten Touristen dieser Gegend. Und mit ihnen begann auch eine über 500-jährige Geschichte des Fremdenverkehrs, die sich vorwiegend um das Wasser, das dir entrinnt, abgespielt hat. Wahrlich, eine Revolution sollte sich nach dem 31. Juli 1875 abspielen. Die Eröffnung der nach einer Kaisertochter benannten Giselabahn ermöglichte den breiten Zugang nach Fieberbrunn und damit auch nach dir. Du warst damals schon kein unbekanntes Kind mehr bei den jungen Volke der Alpinisten und bei der neuen Spezies der Sommerfrischler. Die Eisenbahn spielte die größte Rolle in der Entwicklung dieser Zeit. Das erste Plakat hängte in jedem kaiserlich-königlichen Bahnhof des Reiches, natürlich mit dir als Hauptdarsteller. Bald schon entstand der Ortsverschönerungsverein und eine beidseitige Allee sollte die Ankömmlinge direkt zu deinen Ausgangspunkten für eine Besteigung leiten. Der Fremdenverkehr wurde nun auch für den Winter entdeckt, Skitouren organisiert und schließlich eine stattliche Zahl Lifte und Pisten an deinen Flanken errichtet, Speicherdeiche angelegt und Almhütten zu modernen Restaurants ausgebaut. Mut und Zuversicht der damaligen Entscheidungsträger, die Gründung des Alpenvereines und der aufkeimende Fremdenverkehr veranlasste den Bau der Schutzhütte. Mit einfachen Mitteln, aber mit einer entschlossenen Beherztheit entstand dieses Haus am Ufer des Sees.
Ein fotografisches Meisterwerk hielt dann auch noch die Einweihungsfeier fest. Diszipliniert wie auf dem Bilde wurde wohl auch die mühsame Bauphase bewältigt und dein Loderhaus ist seither Rast, Schutz und Herberge für ungezählte Wanderer und Bergsteiger. Das Leben der Hüttenwirte war geprägt von Warentransporten, die mit Kopfkraxe und Rucksack an dir hochgetragen wurden. Manchmal hatten die Wirte auch einen Mulli oder einen Haflinger zur Verfügung. Bei Veranstaltungen wie einer Bergmesse oder einem Rankeln mussten Hundertschaften von Besuchern verköstigt werden. So mancher Fleischbedarf wurde auch durch die Schussfertigkeit zumindest eines Wirten gelöst, wie der inzwischen über 90-jährige Gstür Bascht nicht ohne Stolz zugibt. Mein Lieber, da habe ich mit meiner Wüterei dem umgehe. Aber sie haben so gern gespannt. Am Ballchen machen, könnte man da auch gut sein lassen. Nicht? Aber noch haben wir am Tag gesagt. Na, schaffen wir die. Inzwischen führt eine Materialseilbahn zur Hütte. Sie ist an das Stromnetz angeschlossen und seit dem letzten Umbau im Jahre 2008 heißt sie wieder mustergültig und zeitgemäß deine Besucher willkommen. Hier waren die Gewerken zu Hause. Hier wurde der Bergbau geleitet, der auch tief in dein Inneres vorgedrungen ist. Die ältesten Stollen befinden sich oberhalb des Lauchsees und eine Reise dorthin zeugt von der harten Arbeit der Knappen, die sich Zentimeter um Zentimeter vorangetrieben haben. Spärlichst oft die Ausbeute, aber prägend für die jahrhundertealte Bergbaugeschichte von Fieberbrunn. Sie findet auch heute noch seine Fortsetzung am Weißenstein. Mit riesigen Maschinen rückt man deinen Schätzen näher und näher. Aber auch das wirst du dir eines Tages wieder zurückholen. In den Hütt- und Schmelzwerken wurde der berühmte Billerseer Stahl erzeugt. In diesem Werk entstand auch das Kreuz, das deine Spitze krönt. Schlicht und einfach, aber als eines der letzten Zeugnisse der bewegenden Geschichte des Bergbaus und Eisenwerkes. Ein Kleinod, das wohl den würdigsten Platz bekommen hat, deinen höchsten Punkt. Wir glauben, viel über dich zu wissen, doch du könntest uns noch tausende Geschichten erzählen. Dein Name, deine Aura, dein Äußeres und Inneres hat viele Menschen gezeichnet, beeinflusst, begeistert. Auch im Fundus unserer knappen Musikkapelle befindet sich eine Komposition, die nach dir benannt ist. Mögen die musikalischen Gedanken von Kaspar Voidel auch uns inspirieren, über dich zu sinnieren und uns, deiner, zu erfreuen.